Das ist Beate und das ist ihr unfassbar schöner Gemüsegarten in den Schweizer Alpen. Als Bea die Idee hatte, ihr eigenes Gemüse anzubauen, hat sie oft gehört, an dem steilen Hanggrundstück, der ganze Garten ist doch sowieso voller Bauschutt, da ist überhaupt keine Gartenerde mehr übrig. Und in den Schweizer Alpen, auf der Höhe wächst doch sowieso nichts. Zum Glück hat sie trotzdem ihr Ding durchgezogen und diesen unglaublichen Gemüsegarten angelegt. Bea ist Teilnehmerin in meinem Online-Kurs Gemüsegarten starten und deswegen durften wir sie besuchen und diese wunderschöne Gartentour für euch filmen. Der Garten ist der Hammer. Das ist so schön. Viele Leute glauben, dass sie an so einem Hanggrundstück einfach gar keine Chance haben, Beete anzulegen. Es ist halt wahrscheinlich sehr viel Arbeit gewesen, aber guck mal, wie sich das auszahlt. Wir sind jetzt seit 5 Jahren hier und jetzt ist so, sage ich jetzt mal, das zweite oder das dritte Jahr, wo der Garten eigentlich so ist, wo ich sage, der ist perfekt so, wie ich es möchte. Manche Gärten sind schattig, manchmal ist der Boden voller Steine und mal wachsen da, wo man eigentlich Beete anlegen will, lauter Brombeeren. Oder der Garten liegt an einem steilen Hang wie bei Bea. Und Bea ist, wie ich finde, das perfekte Beispiel dafür, dass so gut wie kein Garten von Anfang an perfekt ist und dass man trotzdem das Beste aus dem machen kann, was man bei sich zu Hause vorfindet. Stellt euch mal vor, Bea hätte einfach den Kopf in den Sand gesteckt und dieser wunderschöne Garten wäre nie entstanden. Aber das ist alles auch nicht von heute auf morgen gekommen. Wir haben uns erstmal überlegt, okay, was können wir machen? Dann haben wir mit dem Bagger erstmal den Hang terrassiert. Wir haben alle Sträucher und Bäume gefällt, damit überhaupt erstmal der ganze Bauschutt zum Vorschein kam. Und dann haben wir erstmal Gründung auf die Ebenen gemacht. Ja? Das wirklich auch erstmal den Boden aufgebaut. Und das dauert auch 1-2 Jahre. Und dann haben wir hier den Sellerie für den Winter, weil wir müssen ja gucken, im Winter steht bei uns die Sonne nicht so hoch. Und das sind die Beete, die am ersten Sonne haben und auch noch am letzten. Und wo ich auch noch am besten hinkomme, wenn wir 1,5 oder vielleicht 2 Meter Schnee haben, muss ich mich mit der Schaufel hier in den Garten schlagen, oder? Weil sie erntet das ganze Jahr über. Genau. Ich auf 1000 Metern. Ich habe den Winterkurs gemacht und habe festgestellt, ich muss gar nichts machen. Ich packe die nicht mal mit einem Vlies ein, Marie. Mhm. Ne? Ich packe die wirklich nur Rasenverschnitt, Hackschnitzel und dann ganz, ganz, ganz viel Laub. Und das Gute ist ja wirklich, wenn es geschneit hat, dann ist es super isoliert. Und ja, ist das über die Jahre hin einfach gewachsen, dass wir gesagt haben, wir machen die Terrassierung und wir machen den Schneckenzaun, wie man ihn hier sieht. Wir buddeln ihn nicht ein, sondern wir setzen ihn oben drauf, weil wir müssen ganz, ganz viel Kompost und guten Mist einfach oben aufbringen. Weil wir müssen mit diesem Bauschutt leben, den wir hier haben. Wir können nicht das ganze Grundstück abtragen, sondern müssen einfach versuchen, jetzt ein gutes Ökosystem, ein gutes Bodenlebewesen hier reinzubekommen. Und das haben wir über die Jahre immer wieder geschafft, indem wir aber auch sehr viel im Herbst wirklich die Beete vollhauen mit Rasenverschnitt, mit Hackschnitzel, mit Humus, mit Blättern, mit Laub, mit allem. Wir kriegen so eine richtige Wellnesskur. Und im Frühjahr ist das alles weg, ist das aufgemampft. Und mittlerweile kann man wirklich einen Spatenstich machen. Und man hat 1 Meter Tiefe und der Bauschutt ist, der ist zwar noch da, aber die Bodenqualität hat einfach wahnsinnig zugenommen. Und ich glaube, das ist auch, was viele denken, ich kann auf meinem Grundstück mit meinem Boden, weil ich habe gar nicht arbeiten. Doch, kannst du. Fang einfach mal langsam an. Auch auf Bauschutt geht zu Gärtnern, ihr seht's. Gemüsegarten starten ist mein Online-Kurs, mit dem ich euch durchs ganze Gartenjahr begleite und in dem ich euch mein 3-Phasen-Gartensystem zeige. Das ist ein System, nach dem auch Bea gärtnert, das darauf ausgelegt ist, bei möglichst wenig Arbeit möglichst viel ernten zu können und dabei mit der Natur zu arbeiten, statt gegen die Natur. Und diese Woche läuft zum Start in die neue Gartensaison eine Rabattaktion, wo ihr 100 Euro auf den Kurspreis spart. Also, wenn ihr mit dabei sein wollt, dann findet ihr den Link im obersten angepinnten Kommentar. Hier sind meine Kartoffeln. Weil die Kartoffeln für den Käfig hier. Das ist auch gegen Sturm. Wir haben hier manchmal 120, 180. Da hinten ist der Sandes, da haben wir 2500 Meter. Mhm. Also wir sind hier schon ein bisschen rauer. Und die Kartoffeln sind ja sehr sensibel und brechen ja relativ schnell. Und hier ist einfach so die Windfront. Und weil die wirklich jedes Jahr so hoch und so gut werden, haben wir gesagt, ja gut, mein Mann ist im Tiefbau, ein bisschen Armierungsgitter in die Höhe geht auch. Und dann bauen wir da immer so einen kleinen Käfig, damit die, wenn die, sage ich jetzt mal, brechen, dann mindestens noch ein bisschen Halt haben und uns nicht kaputt gehen. Genau. Und damit man natürlich auch noch zwischen den Beeten ein bisschen langkommt. Und da muss man auch wirklich sagen, man muss einfach natürlich mit dem Wetter gehen, oder? Wenn im März alle in der Gruppe anfangen zu schreien, juhu, ich gehe raus in den Garten, da trinke ich noch einen Tee und denke so schön,
der Schnee kommt im Mai nochmal. Lassen wir mal noch ein bisschen warten. Aber dafür haben wir das Gewächshaus, dafür kann man vorziehen. Oder man kann auch einfach nachher im Baumarkt oder eben auf dem regionalen Markt Setzlinge kaufen. Oder ich muss nicht alles selber machen, oder? Also stresst euch nicht. Ich habe in den ersten 2, 3 Jahren auch keine Setzlinge vorgezogen, sondern ich habe auch einfach erstmal geguckt, wo kann ich mir Arbeit sparen und was macht mir Freude. Und dann wächst man mit den Jahren. Und jetzt ziehen wir die eigenen Setzlinge, weil ich einfach weiß, ich kriege im August oder ich kriege im Juli einfach nicht mehr das Gemüse an Setzlingen, was ich möchte. Und dann wird man kreativ und dann kann man sein eigenes Saatgut ziehen und dann kommt man da so rein, Schritt für Schritt, aber nicht alles auf einmal wollen. Man darf einfach den Spaß an der Freude nicht vergessen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Früher war hier ganz viel Hecke. Und dann haben wir uns einen Häcksler gekauft und jetzt tut mein Mann immer das ganze Hackschnitzel hier runterhäckseln und wenn der Rasen mäht, da oben liegt, da kommt der neue Rasenverschnitt darunter. Und dann nehme ich mir meine Hake und mische mir mein eigenes Mulch. Gleich der erste Regenwurm. Hallo. Ja, hier ist alles voll. Hier ist alles voller Regenwürmer, Kellerasseln. Also der Boden lebt. Ne? Engerlinge, das ist hier. Und das Witzige ist, man denkt ja immer, die Hackschnitzel sind dann nächstes Jahr noch da. Das ist alles im Frühjahr wie weg. Ich frage mich immer, wo ist das hin? Alles aufgegessen. Also so viel Material, wie wir immer auf den Beeten aufbringen. Das ist Wahnsinn. Und im Frühjahr sind die Beete wieder wie flach. Und wir machen wieder neuen Mist und Kompost vom Nachbarn rauf. Und ist alles weggefressen, ja. Ich bin nicht so der Lesewurm, bin ich ganz ehrlich, sondern ich gucke lieber mal ein Video und ich bin ein wahnsinnig guter Autodidakt. Und dann bin ich irgendwie auf deine Kurse gekommen und da fand ich das praktisch. Da ist wirklich alles schon zusammen. Du musst nicht noch gucken, welche Pflanze verdreht sich mit dem, was ist mit dem Boden, sondern es ist eigentlich das ganze Wissen, was du dir vielleicht aus zig verschiedenen Kursen und Büchern zusammenholen müsstest, ist einfach Kontakt. Und du nimmst das Booklet und guckst, gut, die Pflanze braucht den und den Nährstoff, den und den Partner. Und das hilft ungemein. Du hast alles eigentlich, was du brauchst, auf einen Schlag. Also es wird auch vieles drumherum noch mitbearbeitet, wo ich sage, interessiert mich auch noch super. Mach Haltbarschellen zum Beispiel, ist auch eine ganz tolle Sache, oder? Weil klar, wenn man einen Garten hat, wo soll das Zeug denn hin? Ich kann das nicht alles auf einmal essen. Und am Ende, sage ich jetzt mal, ist das alles wie so ein roter Faden, wo du mit dem Kurs anfängst oder eigentlich mit jedem Kurs weitermachen kannst von der Marie. Weil die bauen alle so schön aufeinander auf und das ganze Wissen hilft dir. Also es ist immer wieder eine Bereicherung. Es gab bis jetzt noch nichts, wo ich gesagt habe, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen oder gar nicht umsetzen. Ne? Also ist schon eine super Lebenshilfe, sage ich jetzt mal. Beate hat ein Hammer-Rosenblüten-Sorbet und ein Brownie und ein, ja, und ein Kräutertee. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Bei uns ist natürlich Stachelbeeren, das muss sein, Stachelbeer-Baiser-Kuchen und Himbeeren. Und da haben wir hier 2 Himbeersorten und hier ja, die Brombeeren kommen von ganz alleine. Also das ist jetzt nicht so eine süße Sorte, aber es ist trotzdem lecker. Und das Gute ist, auch hier ist der Tiefbau meines Mannes wieder ganz praktisch. Ich tue nämlich mit dem Markierungsspray mir unten den Ast ansprühen. In der Farbe, der getragen hat, damit ich weiß, welche ich im Herbst rückschneiden muss. Damit ich mir ja nicht die guten Triebe, wo es nächstes Jahr dran trägt, zurückschneide. Schlau. Also das ist natürlich das Gute, oder? Wenn du dir morgens der Müsli im Garten zusammenstellst, ne? Und du gehst rum und denkst, ich nehme noch ein bisschen Brombeeren, noch ein bisschen Himbeeren, jetzt noch ein paar Stachelbeeren. Dann haben wir hier unsere weißen Maulbeer. Der Maulbeerbaum ist eigentlich ein ganz, ganz alter Schweizer Baum. Der war früher als Futter für die Seidenraupen auch bekannt. Und weiße Maulbeeren können bis zu minus 30 Grad ab und relativ viel Wind. Die sind schnellwüchsig, der ist erst 3 Jahre alt. Also wer sich wirklich einen Maulbeerbaum holen will, kann ich weiß empfehlen. Die blauen Maulbeeren kennt man ja, die sind eher so ein bisschen bitter und die sind wirklich sehr, sehr süß. Die sind so gut. Wir haben auch so einen in unserem alten Garten. Das ist wie Zucker. Kennst du den Sternapfel? Nee. Das ist ein Apfelbaum, der schon zu Römerzeiten bekannt war. Und zwar macht er keine runden Äpfel, sondern die sehen so ein bisschen aus wie so ein Trapez, also wie so ein Stern. Und wenn du die so aufschneidest und Apfelchips machst, dann sieht es aus wie so ein Querschnitt von so einem Stern. Genau. So toll, vor allem euer Garten ist nicht besonders groß, ne? Du kannst mit so wenig so viel machen eigentlich, oder? Ja.
Das ist der Hammer. Ich glaube, jetzt ist es eigentlich mehr ein Gewächshaus, also für die zweibeinigen Gewächse geworden, ja. Weil wir haben gesagt, also okay, die Tomaten, die und die Paprikas, die kommen auch wunderbar in den Töpfen. Guckt euch das an, was da für tolle, wie viele große Paprikas sind. Dicke Paprika da dran hängen. Ich habe ja viele Jahre in Spanien gelebt und so ein bisschen so die Südfrüchte fehlen mir. Und das Schöne ist, ja, die Feigen, wir hatten jetzt schon immer schön im Müsli Feigen gehabt und jetzt sie wieder voller Früchte und kommt hier auch wunderbar. In den Schweizer Alpen Feigen. Wer hat das schon? Wer hat das schon? Ne? Das kann ich jeder haben, genau. Also es ist natürlich schon so, wir sind hier in der tiefsten Schweiz, im Appenzeller Land, oder? Dann kommt eine Dütsche und meint, wir gärtnern hier auf 1000 Meter, wo andere in den letzten 20, 30 Jahren gesagt haben, naja, weiß ich nicht, ist ganz schön rau, wenn du meinst, versuch mal. Mittlerweile ist es aber wirklich so, dass wir hier auch verschiedene andere Gärtnerinnen haben, die Permakultur machen, die den Leuten das Wissen weitergeben und von denen wir gegenseitig profitieren können. Aber es gibt immer noch so die Standardleute, die sagen, wirklich, das wächst hier, oh, das ist ja toll. Wie, du hast im Winter noch Gemüse? Oh, kann ich mal gucken. Die beiden haben ihr Gewächshaus in eine kleine Wohlfühloase verwandelt und einfach ein Bett und ein Sofa reingestellt. Und Bea hat vorgeschlagen, dass ich heute im Gewächshaus übernachte. Hört ihr den Regen auf dem Dach? Es ist so schön hier. Wir dachten, wir kommen für einen wunderschönen Gemüsegarten hierher, weil dieser Garten ist einfach noch so viel mehr. Das ist wirklich ein erweitertes Wohnzimmer. Also man muss auch dem Gemüse viel, viel mehr zutrauen, oder? Natürlich muss ich hier im Winter einfach ein bisschen mehr machen. Ich muss einfach die Sachen schön einpacken. Aber wenn ich im Winter bei minus 20 Grad rausgehe, muss ich mir auch schön einpacken. Und genauso ist es mit dem Gemüse. Und wenn es geschneit hat, dann ist es ja schön warm eingepackt. Und wenn dann die Minusgrade kommen, ist es egal. Das ist so unser Grünkohlbeet. Hier noch hinten. Mehr Zwiebeln, davon habt ihr echt jede Menge, ne? Zwiebeln haben wir relativ viel, weil wir sehr, sehr gerne Zwiebeln essen. Und ich muss sagen, letztes Jahr hat es gerade so gereicht und dieses Jahr müssen wir einfach mal schauen, wenn man sagt, immer bau noch mehr Zwiebeln an. Wir sind hier auf 1000 Meter im Winter. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, unten an meine Beete zu kommen. Und bei den Hochbeeten habe ich die Möglichkeit, auch wie bei hier, da haben wir so ein Gestell oben drauf gemacht, dass wir die im Winter einfach wunderbar mit einem Folietunnel drüber ziehen und dann kann ich die ganzen 5 Hochbeete eigentlich im Winter nutzen. Mhm. Denn wenn es schneit, tue ich einfach nur den Schnee oben runter und kann trotzdem unter die Folie. Hier haben wir die Karotte blühen lassen. Ich lasse immer gerne und ziehe auch gerne mein eigenes Saatgut. Und das ist jetzt die Kniff, die rote Karotte, oder? Die sieht auch mega lecker aus im Salat. So, und wenn die blüht, das ist so schön, auch immer noch mal zwischen. Und die Frühjahrs, sage ich jetzt mal, Blüher, bringen ja nicht viel für die Bienen hier oben und dann ist das immer auch noch mal schön. Und natürlich auch der Schwalbenschwanz, oder? Der Schwalbenschwanzschmetterling, den es bei uns sehr viel gibt, der liebt natürlich Karotte, Dill oder Fenchel. Mhm. Und am Anfang des Jahres gibt es noch gar nicht so viel. Und die ist jetzt vom September. Wenn man mal sieht, was kann eigentlich die Pflanze noch, oder? Ja. Also die wenigsten kommen drauf, ich habe auch öfter Kinder hier und die wenigsten kommen drauf, fragen mal, was ist denn das? Das ist echt erstaunlich. Ja. Auch mal ein Radieschen blühen zu lassen, das ist eine ganz andere Erscheinung auf einmal. Beate gärtnert auf 56 Quadratmetern Beetfläche. Das ist relativ wenig und trotzdem erntet sie so viel, dass sie die Nachbarn gleich mitversorgt. Ich hatte letztes Jahr noch 3 Familien miternährt mit einer Gemüsekiste, der Onischer Gemüsekiste, und habe dies hier auf 2 reduziert. Du bist schon richtig stolz, oder? Ja. So krass, und das muss so viel Arbeit gewesen sein, das erstmal zu terrassieren und an den Punkt zu kommen, wo ihr jetzt seid. Du musst nicht alles sofort und auf einmal machen. Es muss ja noch Spaß machen, oder? Und wenn du dir selber nachher zu viel Druck und zu viel Stress machst, oder? Dann kannst du das nicht genießen. Mhm. Du musst auch zwischendurch mal mit dem Kaffee im Garten sitzen und denken, oh, ist das schön. Und was hab ich alles schon geschafft, oder? Einfach mal auch mit dem glücklich sein, ne? Was man alles schon erreicht hat, und sich nicht immer mit anderen vergleichen. Natürlich gibt 1000 andere Gärten, die sind schöner, die sind besser, die sind schneller.
musst dich auch immer fragen, was willst du? Ne? Mhm. Ist es das, was du willst, ja, oder? Wie gesagt, das ist hier kein Job, sondern das soll deine Freizeit sein. Das soll dich ja glücklich machen. Das soll ja der Ausgleich sein, ja, zum Alltag, oder? Wenn ihr auch Lust habt, in Gemüsegartenstaaten mit dabei zu sein und euren Gemüsegarten dieses Jahr komplett zu transformieren, dann findet ihr den Link im obersten angepinnten Kommentar. Ansonsten geht raus und macht die Welt ein bisschen grüner und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. Danke, dass wir bei dir sein können. Ja, gerne, so, gerne. So unglaublich.